Denn die brutale Realität ist, tausende Panzerfäuste, Flugabwehrraketen Stinger, Fliegerfäuste Strela, im zweistelligen Millionenbereich Munition, Bunkerfäuste, Maschinengewehre, Panzerabwehrrichtlinien, sechsstelliger Bereich Handgranaten, Sprengladung. Und darüber hinaus, als wir keine eigenen Bestände mehr hatten, eine Industrieliste aufgelegt, die weitere Panzerminen und vor allen Dingen Artillerie, Munition liefern konnten. Und das ist unverantwortungslos aus meiner Sicht, dass wir zusätzlich Geparts liefern als Flugabwehrpanzer. Was sind eigentlich diese Tierpanzer, die vorher niemand kannte? Und jetzt reden wir über Gepard, Leos und Marder. Rechtsstaatlichkeit und natürlich Gewaltfreiheit, dass diese Blockade beendet wird.